von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, es ist nicht das erste Mal, dass wir uns im Deutschen Bundestag mit der Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer beschäftigen. Das Bundesverfassungsgericht hat es so gewollt, und deswegen ist es auch wichtig und richtig, dass wir uns in den nächsten Wochen intensiv mit diesem Thema beschäftigen und, was mir besonders wichtig ist, auch den Betroffenen in der Anhörung ausreichend Möglichkeit geben, ihre Sorgen und Befürchtungen deutlich zu machen, dass sie diesem intensiven Dialog mit uns auch noch mal deutlich machen können. Herr Dr. Meister, für die Bundesregierung und Antje Tillmann, unsere finanzpolitische Sprecher, haben für unsere Fraktion deutlich gemacht, dass wir uns für eine mittelstandsfreundliche Reform einsetzen und auch eine, die von den großen Familienunternehmen in Deutschland praktikabel umgesetzt werden kann. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hat Lösungswege vorgegeben, die wir für unsere Kleinbetriebe und den Mittelstand brauchen. Herzlichen Dank auch für dieses klare Bekenntnis zum Mittelstand. Und für uns kommt es jetzt noch darauf an, dass wir im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren noch einige Feinjustierungen vornehmen. Denn am Ende brauchen wir eine Gesetzgebung, die auf die besonderen Situationen und die besonderen Bedürfnisse der großen deutschen Familienunternehmen ebenfalls berücksichtigt. Das sind diese Familienunternehmen, diese Weltmarktführer, diese Hidden Champions, lieber Lothar Binding, um die uns die ganze Welt beneidet. Sind wir auch stolz drauf? Eben, da sind wir stolz drauf, ob CDU-Minister oder SPD-Minister, CSU-Minister oder grüne Ministerpräsidenten, wo wir mittlerweile auch einen haben. Weltweit nehmen sie die Unternehmer mit, um eben auch zu zeigen, was die besondere Unternehmenskultur in Deutschland bedeutet. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Sache, dass wir eben auch diesen Unternehmen, die zum maßgeblichen wirtschaftlichen Wohlstand in unserem Land beitragen und sichere Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Deutschland sichern, dass wir auch dies im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen. Um es klar zu sagen, am Ende des Gesetzgebungsprozesses muss die Gefahr beseitigt sein, die in einigen Einzelfällen besteht, dass Unternehmen und Unternehmen unser Land wegen zur Erbschaftssteuer das Land verlassen. Wenn Unternehmen das Land verlassen, weil sie die Löhne nicht mehr zahlen können, weil Produktionstechniken sich verändert haben, weil vielleicht Kunden ins Ausland gegangen sind und die Unternehmen deswegen mitwandern, dann ist das ein Teil. Aber wenn Unternehmen aufgrund von zur Erbschaftssteuer den Standort verlassen, dann ist das ein Punkt, das wir nicht zulassen dürfen. Und es sieht ja ganz gut aus, dass uns das gemeinsam gelingt, dass dies nicht passiert. Denn wenn ihr als Fachpolitiker von unserem roten Koalitionspartner, von der grünen Opposition im Finanzausschuss das umsetzt, was eure Spitzenleute bei Unternehmensbesuchen propagieren und bei Sonntagsreden vor Unternehmern und Unternehmern klarmachen, dann können wir innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, einen vernünftigen Gesetzentwurf auf den Weg bringen und verabschieden, der auch diese Sicherheit dieser Hunderttausende von Arbeitsplätzen sichert. Aber eins, lieber Lothar Binding und liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, eins ist klar, das, was ihr in euren Wahlprogrammen für die letzte Bundestagswahl drinstehen hattet zur Erbschaftssteuer, das können und werden wir hier nicht umsetzen. Das, was auf den Parteitagen von euch beschlossen ist, ist weder praxistauglich, noch ist es erfolgreich für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und deswegen bekomme ich, wie ihr auch, viele Briefe von betroffenen Unternehmern. Und das sind keine Lobbyisten, das sind vielleicht Patrioten, was euch auch nicht gefällt. Das sind deutsche Patrioten, die am Standort Deutschland ihr Unternehmen aufgebaut haben und die auch hier bleiben wollen, in dem Land, wo sie die Mitarbeiter und die Arbeitsplätze geschaffen haben, die jetzt auf die katastrophalen Folgen hinweisen, die eventuell passieren können, wenn wir einen Fehler machen im Gesetzgebungsverfahren. Und deswegen ist es kein verbotener Lobbyismus, sondern es erwarte ich von allen Betroffenen, egal in welchem Gesetzgebungsverfahren, dass sie auf ihre Abgeordneten zugehen, ob rot, grün oder schwarz, und klar machen, welche besonderen Punkte sind. Und was noch viel besser ist, ich kriege sehr viel mehr Briefe, nicht von betroffenen Unternehmern, sondern von Mitarbeitern aus Unternehmen, die bei Familienunternehmen arbeiten, die mir klar machen, Familienunternehmen ist was ganz Besonderes. Brief von Betriebsräten, von gewerkschaftlichen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die mit dramatischen Worten klar machen, welche Vorteile es hat, bei einem familiengeführten Unternehmen zu arbeiten und nicht bei einem anonymen Börsenkonzern. Bei einem Unternehmer zu arbeiten, den man noch kennt, den man persönlich ansprechen kann und der nicht im erbschaftssteuerfreien Ausland wohnt. Sie schreiben mir mit Begeisterung,
wie die Familienunternehmer in der letzten Krise sich Sorge um jeden einzelnen Arbeitsplatz gemacht haben, wie privates Kapital in das Unternehmen gesteckt worden ist, um eben gemeinsam Familienunternehmer und Belegschaft hier zusammenzurücken, um die Krise zu meistern. Und Sie schreiben ja auch, vom sozialen und kulturellen Engagement der Unternehmer, das aber dann abbricht, wenn das Unternehmer nicht mehr am Sitz des Unternehmens wohnt, sondern irgendwo ins Ausland verzogen ist. Und Dr. Meister hat es angesprochen, Sie schreiben ja von den besonderen Strukturen und auch kulturellen Strukturen in einem solchen Unternehmen, die Sie wahrscheinlich einmalig nur in unserem Land herrschen, und Sie haben Angst um die Arbeitsplätze. Um den Wettbewerbsnachteil, der entstehen könnte, nur aus einem Grund, wenn der Unternehmer in Deutschland wohnt. Ja, das ist klar. Börsennotierte Unternehmen oder ausländische Unternehmen müssen bei der Preisfindung nicht berücksichtigen eine eventuell zu erwartende Erbschaftssteuer, wenn am Schluss das Werkstück in Deutschland produziert, deswegen einige Prozente teurer ist oder Cent teurer ist als das im Ausland produzierte, dann ist das sicherlich ein Bärendienst, den wir uns hier erfüllen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich noch mal klar machen zum Schluss, im jetzt beginnenden parlamentarischen Verfahren werden wir uns mit den Betroffenen intensiv austauschen. Wir geben ein klares Bekenntnis auch im Gesetzentwurf zu unseren Familienunternehmen ab. Und es würde mich freuen, wenn die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss dieses klare Bekenntnis ebenfalls abgeben und das in unserem Gesetzentwurf, den wir jetzt diskutieren werden, bei der abschließenden Beratung auch deutlich wird. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe noch einmal die Bitte, sich an die Redezeit zu halten. Wir sind nämlich schon eine halbe Stunde im Verzug, wahrscheinlich jetzt schon 35 Minuten. Ich bitte einfach, das auch daher in Erinnerung zu behalten. Als nächster Redner hat Philipp Grath.